Pascal, aus Sicht von einem deutschen Unternehmen, welche Vorschriften oder welche seiner Timeline gibt es da für die Szenario-Rechnung? Ja, wichtiges Thema. Also da müssen wir wieder unterscheiden. Bin ich beispielsweise ein Unternehmen, das nur an öffentliche Auftraggeber, wie beispielsweise die Deutsche Bahn oder Behörden, Rechnungen ausstelle, dann habe ich konkrete Fristen zum Thema X-Rechnung, die gegebenenfalls schon gelten. Wenn ich aber ein Unternehmen bin, das hauptsächlich an private Unternehmen Rechnungen ausstelle, dann gelten Fristen für den Empfang ab 1.1.25, heißt, dann muss ich bereit sein, Rechnungen zu empfangen. Für die Ausstellung der Rechnungen auf elektronischem Wege gelten gewisse Übergangsfristen bis 2026 und 2027, abhängig beispielsweise vom Umsatz, den ich generiere. Super, danke, Pascal. Gerne.